Der Dieselskandal wurde lange Zeit vor allem mit natürlich Volkswagen in Verbindung gebracht und inzwischen, na, vielleicht auch ein bisschen mit Mercedes-Benz, also Daimler. Als Fahrer eines Diesels von Volvo konnte man dem Drama aber, ja, ich sag mal, doch beruhigt von außen zusehen. Damit könnte nun wirklich Schluss sein. Auch gegen Volvo werden Vorwürfe laut, mit den sogenannten Thermofenstern bei der Abgasreinigung zu tricksen. Konkret geht es hier um den Euro 5 Diesel-SUV vom Typ XC60 mit dem 2-Liter-Motor. Was ein solches Thermofenster bei den Dieselmotoren bewirkt und warum du jetzt vielleicht Ansprüche gegen Volvo geltend machen solltest, das erfährst du in diesem Video. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und Inhaberin der Mutschke Rechtsanwaltsgesellschaft. Seit Jahren begleiten wir hier in der Kanzlei geschädigte Dieselfahrer bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche. In diesem Video erkläre ich dir nun alles, was du über das Thermofenster bei Dieselmotoren von Volvo wissen solltest. Dieses Video ist dabei in drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil gebe ich dir zunächst einmal ganz grundsätzliche Infos zu den Manipulationsvorwürfen durch das sogenannte Thermofenster bei Volvo. Im zweiten Teil erkläre ich dir, welche Ansprüche du konkret gegen Volvo haben könntest, beziehungsweise gegen wen du genau eigentlich deine Ansprüche richten müsstest. Und im dritten Teil zeige ich dir, wie du deine Ansprüche gegebenenfalls auch ohne eigenes finanzielles Risiko sichern kannst. So, jetzt geht's aber los mit dem ersten Teil und der Frage, warum im Abgasskandal bei Volvo die Thematik Thermofenster wohl eine größere Rolle spielen könnte. Starten wir vielleicht mit einer kurzen Erklärung, was Thermofenster eigentlich überhaupt sind, was das bedeutet. Das sind nämlich keine echten Fenster zum Auf- und Zumachen, sondern es ist eigentlich eine Technik, die anhand der Außentemperatur die Abgasreinigung regelt. Bei bestimmten besonders niedrigen oder besonders hohen Temperaturen, also Temperaturen außerhalb eines Fensters, zum Beispiel sagen wir mal zwischen 10 und 33 Grad, wird die Reinigung der Autoabgase reduziert oder vielleicht sogar ganz abgeschaltet. Der Begriff Thermofenster ist gewissermaßen also eine Erfindung der Autoindustrie. Die Autobauer verweisen dabei eigentlich immer darauf, dass Thermofenster notwendig sind, um Schäden vom Motor abzuwenden. Rein technisch ist so ein Thermofenster wohl eben auch nur bei extremen Temperaturen, das heißt bei extrem niedrigen Temperaturen bzw. bei extrem hoher Hitze erforderlich, um eben, wie schon gesagt, den Motor bei diesen extremen Temperaturen vor einem Schaden zu bewahren. Aber bei, ich sag mal, unseren normalen mitteleuropäischen Temperaturen, unserem Klima, ist das nicht nötig. Das Thermofenster beim Volvo greift aber schon bei ganz normalen Temperaturen hierzulande ein. Das ist das Problem. Laut EG-Verordnung 715/2007 ist dies aber nur dann erlaubt, wenn es für den Motorschutz notwendig ist und gefordert wird, dass eine Abgasreinigung, mit der das Fahrzeug unter normalen Betriebsbedingungen der Verordnung entspricht. Und nach Meinung von Experten braucht man in Mitteleuropa gar nicht solche Thermofenster. Dahinter steckt eben nach Meinung von Experten letztlich technisch nichts anderes als eine Abschalteinrichtung. Sollte ein Motorschutz wirklich notwendig sein, dann wäre dies auch durch alternative technische Maßnahmen zu vermeiden. Also man braucht kein Thermofenster. Prüfer des zur Deutschen Umwelthilfe gehörenden Emissionskontrollinstituts, kurz EKI, haben jetzt mal einen Volvo XC60 mit 2 Liter Dieselmotor genauer unter die Lupe genommen. Und zwar eigentlich mit den simpelsten Mitteln. Sie haben also den Temperatursensor am Außenspiegel des Fahrzeugs mit einer Heizdecke umwickelt und mal mit einem Eiswürfelbeutel. Einfach um sozusagen die normalen Temperaturen etwas herunterzukühlen bzw. die etwas höhere Außentemperatur zu simulieren. Und Testfahrten haben dann gezeigt, dass der Wagen bei Temperaturen zwischen 14 und 22 Grad bei den Messungen 660 Milligramm Stickoxid pro gefahrenen Kilometer ausgestoßen hat. Und der bei Typengenehmigung maßgebliche Grenzwert für Euro 5 Fahrzeuge, der beträgt, und jetzt haltet euch fest, 180 Milligramm pro Kilometer, also deutlich mehr. Und das Temperaturfenster von 14 bis 22 Grad ist jetzt schon nicht extrem. Bei Außentemperaturen zwischen 9 und 11 Grad, also wirklich immer noch nicht
extrem und immer noch völlig normal für unser Klima, da steigen die Werte sogar auf 811 Milligramm. Nochmals, der bei solchen Fahrzeugen zulässige Grenzwert von 180 wurde somit wirklich exorbitant überschritten. Also ganz, ganz klar. Und der anerkannte Emissionsexperte Axel Friedrich bezeichnet diese Testergebnisse wirklich wörtlich als schockierend. Seiner Meinung nach gibt es in dem Fahrzeug eine illegale temperaturgesteuerte Abschalteinrichtung. Volvo hat auf Nachfrage bestätigt, dass ein Sensor im Außenspiegel des XC60 entsprechende Daten liefere, jedoch den Vorwurf einer unzulässigen Abschalteinrichtung zurückgewiesen. Der renommierte Jurist Martin Für von der Universität Darmstadt hält dem allerdings entgegen, dass die Messungen doch sehr eindeutig dafür sprechen würden, dass eine Abschalteinrichtung eingebaut ist. Auch das Argument von Volvo, dass dieses Prozedere für den Motorschutz notwendig sei, hält Für vorgeschoben, eben weil die Temperaturen nicht so extrem sind. Es spricht also wirklich viel dafür, dass auch bei Volvo eine unzulässige Abschalteinrichtung in den Motoren verbaut ist. Ebenso liegt es auf der Hand, dass Volvo dies nicht nur beim XC60, sondern eben ja, vielleicht auch bei anderen Dieselmotoren getan hat. Es gibt auch schon einige Urteile gegen andere Autobauer wie Volkswagen oder Daimler, die eben Autofahrern Schadensersatz zahlen mussten wegen derartiger Thermofenster. Stichwort eben illegale Abschalteinrichtung. So, kommen wir nun zum zweiten Teil. Welche Ansprüche stehen dir denn jetzt möglicherweise zu, wenn du als Volvo-Fahrer betroffen bist und gegen wen solltest du vorgehen? Software-Updates, Rückrufaktionen, Fahrverbote, Wertverlust, all das kennst du von VW. Und das schwebt natürlich jetzt auch über den betroffenen Volvo-Fahrzeugen. Also wenn dein Fahrzeug betroffen ist, dann solltest du nicht länger abwarten, sondern wirklich relativ zügig aktiv werden. Wir sehen wirklich gute Ansatzpunkte für dich, Schadensersatzansprüche gegen Volvo für deinen Diesel geltend zu machen. Und das wäre dann eben dein persönlicher Weg, ohne finanziellen Schaden auch aus der Sache rauszukommen. Sonst, ne, spätestens wenn du das Fahrzeug mal verkaufst, wird es eben kritisch. Und was heißt das jetzt konkret für dich? Mit einem Schadensersatzanspruch solltest du als Geschädigter eben so gestellt werden, als hättest du das Auto nie gekauft. Konkret bedeutet das eben, dass du dein Auto, also dein Fahrzeug, an Volvo zurückgeben kannst und dafür den Kaufpreis auch zurückerhältst. Klar, gegebenenfalls wäre allerdings eine Nutzungsentschädigung für die zwischenzeitlich gefahrenen Kilometer abzuziehen. Das muss man sagen, ist ja auch fair. Übrigens funktioniert das Ganze auch ganz unabhängig davon, ob du das Fahrzeug als Neuwagen oder vielleicht als Gebrauchtfahrzeug gekauft hast. Für dich bietet sich damit jedenfalls eine echte Chance, deinen Diesel loszuwerden, ohne eben gegebenenfalls auf finanziellen Verlusten hängen zu bleiben, die du ja dann schon bei einem freihändigen Verkauf fürchten musst. Dann machen wir uns nichts vor, ne? Sobald der Skandal bei Volvo eben jetzt auch größere Kreise zieht, wird es für dich natürlich immer schwerer, dein betroffenes Fahrzeug loszuwerden ohne stärkere finanzielle Einbußen. Wenn du eben, ja sagen wir es ganz ehrlich, wenn du überhaupt noch einen Abnehmer findest, der das Ganze dann kauft. Wir schätzen aber deine Chancen gegenüber Volvo jedenfalls als sehr gut ein. Also sprich, da sehen wir schon echt gute Chancen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Teil 3. Jetzt sagst du vielleicht, hey, echt gute Chancen, das klingt schon ziemlich gut, aber das scheint schon noch ein Restrisiko für mich zu geben. Wie soll es also jetzt ganz ohne Risiko möglich sein, für mich aktiv zu werden? Ja, die Frage ist natürlich berechtigt, denn fast jedes rechtliche Vorgehen ist mit einem Risiko verbunden, nämlich dem Kostenrisiko. Und am schönsten ist es natürlich, wenn du ganz ohne Risiko vorgehen kannst. Und das ist tatsächlich auch nicht ausgeschlossen. Ich erkläre dir jetzt, wie du am geschicktesten vorgehst. Also, wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, such dir einen Anwalt, der kostenlos mit der Versicherung klärt, ob diese eben das Kostenrisiko für dich übernimmt. Du bekommst eine klare schriftliche Antwort von deiner Versicherung und musst dich dann wirklich um gar nichts kümmern. Aber achte darauf, dass der Anwalt deiner Wahl Erfahrung mit dem Dieselskandal hat und das auch kostenlos für dich klärt. Machen einige, aber nicht alle. Ohne Rechtsschutzversicherung wird ein Restrisiko verbleiben. Das kann man sagen, aber hier kannst du das Risiko außergerichtlich deutlich minimieren, wenn du dir einen Anwalt suchst, der erstmal eine kostenlose Ersteinschätzung für dich macht, damit du überhaupt siehst, ist mein Fahrzeug betroffen, und dann jemanden suchst, der auch noch eine günstige Honorarvereinbarung mit dir trifft. Also sprich, günstiger ist vielleicht auch noch als das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Auch über Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe
kannst du da viel, viel Geld sparen. Und jemand, der sich gut auskennt, der bietet dir das wahrscheinlich auch an. Also Anwälte, die da viel schon damit gemacht haben, so wie wir eben auch, die wissen eben quasi, wo der Hase läuft und können das dann auch gut und sicher für dich über die Bühne bringen. Du kannst dir dann die Mühe sparen, selbst Ansprüche gegenüber Volvo geltend zu machen. Das ist meistens auch, ehrlich gesagt, vergebene Liebesmühe. Aus unserer Erfahrung können wir berichten, dass Autobauer, und das ist nicht nur bei Volvo, sondern das ist bei allen anderen auch so, ihren Kunden da nicht wirklich weiterhelfen, wenn diese nicht ohne anwaltliche Hilfe da direkt ankommen. Also sprich, da hilft der anwaltliche Druck dann schon. Unser Fazit für dich. Erstens, das Thermofenster bei Volvo stellt nach Expertenmeinung ebenfalls eine unzulässige Abschalteinrichtung dar. Zweitens, aufgrund dieser potenziellen Manipulationen kannst du Ansprüche gegenüber Volvo für deinen Diesel geltend machen. Und drittens, die Chancen sind unserer Meinung nach, wie wir jetzt gerade erklärt haben, für dich wirklich gut. Also sprich, du hast da durchaus Chancen und jetzt müsstest du sozusagen nur noch geschickt vorgehen, um möglichst wenig Kosten zu produzieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere am besten direkt meinen Kanal. Wir liefern dir immer spannende Updates zum Thema Dieselskandal. Gerne kannst du mir auch Fragen schicken, entweder schreib einfach unter dieses Video deinen Kommentar oder schick mir eine E-Mail an info@kanzlei-mutschke.de.